Ja, guten Morgen und erstmal herzlichen Glückwunsch an Professor Habermann, Professor Kotz, dass Ihnen es gelungen ist, den Millet hierher zu bekommen. Das ist wirklich klasse. Ich bin jetzt demnächst im Juli auf dem Freedom Fest in Las Vegas. Da sind 2.000, 3.000 Leute, das größte libertäre Veranstaltung der Welt. Und denen ist es nicht gelungen zunächst. Millet, die wissen es auch noch nicht genau. Ich habe gesagt, denk dir doch einen Preis aus, den du ihm verleihst. Vielleicht klappt es ja damit. Dann. Ja, und jetzt scheint es auch, dass es vielleicht klappt. Also da haben es quasi vorbildlich. So, mal gucken meine Präsentation. Wenn Sie es mir gerade machen, ja? Ja, ich nehme Sie heute mit auf eine Weltreise. Ich bin in 20 Monaten in 30 Ländern gewesen, auch in Argentinien. Natürlich werde ich auch über Argentinien sprechen heute, aber nicht nur. Warum habe ich das gemacht? Es gab einen äußeren Anlass, und zwar mein Buch »Die 10 Irrtümer der Antikapitalisten«. Mal fragen, wer hat das Buch von Ihnen? Ah, so viele, das ist toll. Die 10 Irrtümer der Antikapitalisten gibt es in 30 Sprachen inzwischen und ich habe in jedem Land versprochen, ich fahre dahin, um dann Interviews zu geben, Vorträge zu halten und dann habe ich gedacht, naja, aber wenn du jetzt nur dahin fährst, um das Buch zu promoten, das bringt dir ja auch nicht viel, das ist zwar wichtig, aber beim Reden lernt man ja nicht so viel, man lernt besser beim Zuhören. Und deswegen habe ich gesagt, ich teile die Reisen in zwei Teile auf. Die eine, wo ich Interviews gebe, Fernseh und Rundfunk und Presse. Und der andere Teil, wo ich einfach zuhöre. Wo ich spreche mit Leuten von libertären Thinktanks, die haben mich eingeladen in der Regel. Mit Ökonomen, mit Politikern und mit Unternehmern. Und verbindet es dann mit meinen Reiseeindrücken. Natürlich, ich bin ja Historiker, deswegen habe ich, bevor ich in jedem Land war, mich eingelesen in die Geschichte von dem Land, mich damit beschäftigt, weil ich der Meinung bin, du kannst das Land nicht verstehen, wenn du die Geschichte nicht kennst. Und dann habe ich noch Umfragen in Auftrag geben lassen. Zwei Umfragen, eine in 35 Ländern über das Image von Marktwirtschaft und Kapitalismus, berichte ich nachher darüber, und eine in 13 Ländern über das Image von reichen Menschen. Das funktioniert. Diese Umfragen, warum waren die wichtig für mich? Weil ich habe ja mit vielen Leuten gesprochen, aber um zu beurteilen, ist das jetzt hier vielleicht nur eine Außenseitermeinung von irgendeinem von libertären Freunden oder wie denken die Menschen insgesamt in dem Land? Deswegen habe ich die Umfragen in Auftrag geben lassen. Das war eine teure Geschichte, kann ich Ihnen sagen. Leider hat es mir niemand bezahlt. Allein die Umfragen, die ich bei Ipsos Mori in Auftrag gegeben habe, haben 660.000 Euro gekostet. Die habe ich aus der eigenen Tasche bezahlt, kann ich mir leisten. Auch die Reise war teuer, klar. Ich bin jetzt auch nicht in der Holzklasse geflogen und auch nicht in der Jugendherberge übernachtet. Da kostet die Reise dann schon was. Ich habe das gerne gemacht, aber ich muss sehen, dass ich künftig auch für sowas eine Unterstützung bekomme, weil sonst halte ich meinen nächsten Vortrag, wie man arm wird mit Kapitalismus-Promotion. Und den will vielleicht keiner sich anhören dann. Aber es hat gelangt, es hat Spaß gemacht. Das sind die Länder, in denen ich war, in der Reihenfolge. Angefangen hat es in der Schweiz und geendet hat es in Monaco. Und Sie sehen dann die ganzen Länder. Ich werde hier nicht über alle sprechen, Sie haben es ja auch in dem Buch, Georgien, Albanien und so weiter. Die ersten beiden Länder waren übrigens im Rahmen der tollen Free Market Roadshow, zu der ich eingeladen worden bin und das war auch eine tolle Erfahrung. Ja, was habe ich erlebt in diesen Ländern? Übrigens, ich habe mal ausgerechnet 260.000 Kilometer, weil ich auch immer wieder nach Deutschland zurückgeflogen bin. Also Kreta war nicht begeistert. Hat mich neulich auch ein Journalist gefragt im Interview, ja, aber 260.000 Kilometer, das ist doch mit dem Fußabdruck und so weiter. Ich habe gesagt, ja, mag sein, aber ich habe es ja für einen guten Zweck gemacht. Und er sagt, wie meinen Sie das? Naja, um den Kapitalismus zu promoten. Und da sagt er, ja, aber was hat das jetzt mit Umwelt zu tun? Da habe ich gesagt, das ist ganz einfach, weil wenn Sie den Index of Economic Freedom anschauen und vergleichen mit dem Environmental Performance Index, dann sehen Sie, dass die Länder, die am kapitalistischsten sind, die besten Umweltstandards haben. Also habe ich jetzt tatsächlich viel geflogen, aber aktiv was zum Thema Umwelt getan, nämlich die Idee des Kapitalismus zu promoten, weil ich tatsächlich der Meinung bin, dass Kapitalismus das beste und einzige System ist, auch um Umweltprobleme zu lösen. Danke. Ja, begonnen hat es in Georgien mit meinem Freund Chia, mit dem Sie mich hier sehen, Professor für
Wirtschaft und ja, so einer der maßgeblichen Leute, die an den ökonomischen Reformen nach dem Zusammenbruch des Sozialismus in Georgien beteiligt waren. Und der hat mir viel erzählt, zum Beispiel auch das, die hatten eine sehr hohe Korruption, klar, die gibt es immer noch da, aber ist deutlich, deutlich gesunken, und zwar durch zwei Dinge. Das erste, die haben alle 35.000 Polizisten entlassen, von einem Tag auf den anderen. Die haben gesagt, wir hatten erst gewisse Bedenken, ob die Kriminalität zunimmt, aber die haben gesagt, nein, das ist nicht passiert, weil die schlimmsten Banditen waren sowieso die Polizisten, und die haben die dann ersetzt durch 17.000 neue. Also das war das erste. Mindestens so wichtig war, Abschaffung von vielen Regulierungen, weil es doch ganz klar, jede einzelne Regulierung, wo du irgendeinen Staatsbeamten fragen musst, darf ich es oder darf ich es nicht, ist ein Grund wieder für Korruption. Und deswegen also die Lehre von Georgien, weniger Regulierungen bedeutet auch weniger Korruption. Und dann der Arthur Laffer, der würde sich freuen, ich bin übrigens geehrt, er hat jetzt das Vorwort zur Neuausgabe von meinem Kapitalismusbuch geschrieben. Er hat ja die These, Sie kennen es, die Laffer-Kurve, niedrige Steuersätze führen zu höheren Steuereinnahmen. Und genau das ist hier passiert, die haben die Steuersätze massiv reduziert und die Steuereinnahmen haben sich bis zu verzehnfacht. Also ein praktisches Beispiel, dass das im wirklichen Leben funktioniert. Und da gibt es auch eine libertäre Bewegung, auch mit, wie in vielen Ländern, gibt es viele Verrückte, was mir sympathisch ist. Ich gehöre auch dazu, das sehen Sie schon an dem T-Shirt. Und die gibt es auch in diesen Ländern. Zum Beispiel so ein Professor, der ist jetzt der Kopf dieser libertären Bewegung. Und der war schon mehrfach im Gefängnis, weil er auf der Straße Marihuana kostenlos verteilt hat. Oder dann, ja, er ist gegen die Wehrpflicht als Libertärer. Gut, da bin ich so ein bisschen gespalten, weil in der Situation wie heute in Georgien ist es vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt, um das zu promoten. Aber er hat es promotet und hat dafür eine Religion gegründet, weil es gibt so ein Gesetz in Georgien, dass wenn man Priester ist, dass man nicht zum Militär muss. Und ich habe dann ganz viele Priester getroffen, die waren alles Libertäre, die alle seiner Bewegung. Ja. Und dann gab es irgendein anderes Gesetz, das es verboten hat, so Apartments zu Privatapartments zu Bordellen zu machen, wo er auch dagegen war. Und dann hat er so ein Bordell, kein richtiges eingerichtet, aber so Sexspielzeug irgendwo ans Fenster gehängt. Ja. Also Sie sehen, die jungen Leute, die finden den viele toll, die alten eher nicht so gut. Aber so habe ich also ganz unterschiedliche Facetten der libertären Bewegung in der Welt kennengelernt. Und ja, das große Problem natürlich, das wissen ja viele nicht, aber jetzt ist es doch ein bisschen bekannt, dass 20% sind von Russland besetzt heute, und das ist natürlich das Hauptthema für Sie. Und Sie haben es jetzt mitgekriegt, die großen Proteste, wo mein Freund Schia auch ganz vorne mit dabei war und wo er immer auf der Straße war, die nennen es ja das russische Gesetz, was da eingeführt wurde, und die haben da eine große Angst, dass wenn Putin wirklich den Krieg gewinnt, dass als nächstes dann auch Georgien wieder dran sein könnte. Albanien. Zu Albanien habe ich eine besondere Beziehung. Als ich jung war, war ich Maoist. Mit 13 Jahren habe ich eine Gruppe gegründet, die mit Sicherheit von Herrn Maaßen, da war aber noch nicht lange nicht im Amt, kritisch beäugt wurde. Die hieß nämlich Rote Zelle an meiner Schule, und ich habe eine Zeitung herausgegeben, die hieß Rotes Banner. Ich war 13 Jahre alt und habe schon mit 14, da war ich in der Jugendorganisation der KPDML, habe ich Schulungen gegeben über Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao, und wir fanden die Sowjetunion schlecht, das waren Revisionisten. So gut waren nur zwei Länder, und das war China und Albanien. Das waren die, und die Informationen haben wir bezogen, erstens über China aus der Peking-Rundschau, die ich jede Woche geschickt bekommen habe in deutscher Sprache, und über Albanien, da gab es Radio Tirana. Habe ich immer abends um 11 Uhr gehört. Das fing so los, hier ist Tirana mit einer Sendung in deutscher Sprache. Und dann gab es das Sendereien, zum Beispiel die marxistisch-leninistische Weltbewegung wächst und erstarkt. Ja? Und die haben wir immer gehört. Und ich hatte auch einige Genossen von der KPDML, die sind zum freiwilligen Arbeitseinsatz nach Albanien, um zu helfen, den Sozialismus aufzubauen. Aber außer den Propaganda wusste ich nichts drüber. Was ich nicht wusste und jetzt aber weiß, dass Albanien damals das ärmste Land in Europa war. Das war auch das letzte Land, wo es noch bis zum Schluss Stalin-Statuen gab, weil auch nach Enver Hoxhas Philosophie hat ja der Verrat am Sozialismus mit der Entstalinisierung begonnen. Übrigens eine Meinung, die er mit der jungen Sarah Wagenknecht gemeinsam hat, weil die auch der Meinung war, also Lenin und Stalin war die gute Zeit, und dann begann es mit Khrushchev die Entstalinisierung, und da
fängt dann alles an, fragwürdig zu werden. Das ist so die gleiche Philosophie, die wir auch damals hatten. Ja, nur ich war damals also nicht 24, sondern 13 Jahre alt. Und den Emma Hotscher sehen Sie hier links. Und das ist ein Haus. Ich wollte eigentlich mein Buch in seinem Haus vorstellen. Das war leider gerade renoviert, aber das hätte mir eine gewisse Freude gemacht, mein Buch über den Kapitalismus in Enver Hotschers Haus vorzustellen. Ich habe es da aber in so einem Museum, da gibt es einige interessante Museen vom kommunistischen Terror. Der Enver Hotscher war besessen von der Idee, dass er angegriffen wird von Kapitalisten oder Sozialimperialisten, deswegen das ganze Land voll Bunkern, manche ziemlich klein, manche auch größer, so wie der, 200.000 Bunker, manche passen nur 3-4 Leute rein und daneben, das sehen Sie, das ist hier eine Pyramide, die seine Tochter zum Gedenken an Ehren des Diktators dann gebaut hat, aber da ist heute ein IT-Hub drin. Und übrigens gegenüber vom Edward Hodges Haus ist eine amerikanische Investmentbank. Also ich glaube, das alles, das wäre für den. Da sehen Sie mich mit dem Oppositionsführer, das ist der bekannteste Politiker, der hat mir eine Stunde lang erzählt, wie korrupt die Regierung ist, was auch sicherlich stimmt, dass die mit der Mafia zusammenarbeiten und hochkriminell sind. Allerdings muss man sagen, 2 Monate nachdem ich das Gespräch hatte mit ihm, ist er selbst ins Gefängnis gewandert, weil die haben ihm das Gleiche auch vorgeworfen. Ich habe dann meine Freunde gefragt, die haben gesagt, die haben beide recht. Ja, das ist alles letztlich da mit Mafia-organisierter Kriminalität. Ja, ich war jetzt ein bisschen ängstlich. Wo ich angekommen bin in Albanien, hat mir ein Freund WhatsApp-Nachricht geschrieben, passe auf ihre teure Uhr im Schurkenstaat Albanien, ja, weil Albaner haben ja bei uns nicht so immer das beste Image. Und dann habe ich gefragt, ja, stimmt es denn oder ist es nur ein Vorteil? Und die haben mir gesagt, meine Freunde in Albanien, nee, das ist total sicher hier. Und da habe ich gefragt, ja, wo kommen die Gerüchte? Und dann fragen die mich, ja, weißt du nicht, wie wir hier unser Geld verdienen? Ich sage, nö, nicht so genau. Die sagen, na, die Hälfte vom Bruttosozialprodukt kommt aus Drogenhandel und Drogenanbau und die verdienen hier, das ist ja überall die Maserati, so viel Geld, dass für die völlig uninteressant ist, irgendeinen Touristen 300 Euro abzunehmen. Also du kannst dich sicher fühlen hier. Die interessante Geschichte über Sozialismus, die ich erzählen muss in Albanien, ist folgende. Hier ist ja das Haus vom Enver Hoxha. Ich habe jetzt mein 29. Buch geschrieben. Er hat aber 65 Bücher geschrieben, allerdings im Unterschied zu mir. Ich schreibe meine Bücher ja allein. Er hat das mit Ghostwritern gemacht. Jetzt ist das Interessante. Der Enver Hoxha war selten außerhalb von Albanien, außer mal den Stalin besuchen gehen. Er war auch selten außerhalb von Tirana. Er war auch selten außerhalb von einem Gebiet in Tirana, das nannte man Block. Block war so vielleicht wie 8 Fußballfelder, da hat das ganze Zentralkomitee gelebt. Auch mit guten Shops, wo man einkaufen konnte, guten Restaurants, also war ein angenehmes Leben. Und da hat er sich ständig aufgehalten, in seinem Haus. Und was hat er gemacht jetzt die ganze Zeit? Er hat Bücher geschrieben, wie toll der Sozialismus ist. Ja? Also das muss ich mir vorstellen, da sitzt einer im ärmsten Land Europas, ja? Da gab es noch 1990 keine einzige Ampel. Warum? Es gab nur 1200 Autos, Privatautos gar keine, deswegen waren auch keine Ampeln nötig. Also in diesem Land lebt er und sitzt dann in seinem Haus und schreibt Geschichten, wie schön der Sozialismus ist, was ja auch für ihn zweifelsohne und seine Freunde zugetroffen hat. Also das ist Albanien, aber leider ein Beispiel von nicht gelungener Transformation vom Sozialismus, weil die Eliten sind zum Teil die gleichen geblieben, die haben sich die Sachen in den Nagel gerissen und es ist letztlich ein bisschen traurig. Die libertären Leute, die ich da getroffen habe, die sind auch in gewisser Weise EU-kritisch, aber die sagen trotzdem, die einzige Hoffnung ist die EU mit der ganzen Kriminalität und so. Wir haben keine Chance, in irgendeiner Weise das anders hinzukriegen, als wenn wir in die EU reingehen. Chile, ja, Chile ist ein besonderes Beispiel, weil Chile ja das mit Abstand erfolgreichste kapitalistische Land in Lateinamerika ist. Darf man fragen, wer von Ihnen war schon mal in Chile? Doch eine ganze Menge, dann wissen Sie das. Wenn Sie jetzt vorher in Kolumbien oder in Argentinien waren oder so, das ist schon ein Unterschied. Ich habe mich wie in Europa gefühlt. Der Flughafen ist sogar moderner als viele Flughäfen hier in Deutschland. Und man fühlt sich doch wie in Europa. Und es war extrem erfolgreich. Sie sehen hier 2020, 1,7% der Haushalte leben in extremer Armut, in Venezuela fast 60%. Also eine so eindeutige Erfolgsgeschichte
Und trotzdem wählen die Leute dann am Schluss einen Sozialisten. Ich komme nachher nochmal drauf zu sprechen, warum und wieso. Sie sehen mich hier mit Axel Kaiser. Das ist, ich habe mit ihm zusammen dieses Buch geschrieben, Hass auf die Reichen, was sogar Bestseller war, Nummer 1, mehrere Wochen in Chile auf der Bestsellerliste. Hier sehen Sie so ein paar Libertäre aus Chile. Da stehe ich vor dem Denkmal von Allende, was der sozialistische Regierungschef Boric übrigens geküsst hat, direkt nach der Amtsübernahme, um zu zeigen, also wer sein Vorbild ist. Dabei muss man wissen, dass der Allende ja damals also das Land vollkommen vor die Wand gefahren hat. Ja. Und die These von Axel Kaiser, mit dem Sie mich hier sehen, das ist der mit Abstand bekannteste Libertäre in ganz Südamerika, außer jetzt Milei, auch ein guter Freund von Milei übrigens, das ist, dass es alles begonnen hat mit dieser Hetze gegen die Reichen, dass ständig polemisiert würde, die müssen mehr Steuern zahlen, wir müssen denen was wegnehmen und so weiter, und dass das letztlich der Anfang war. Also man sieht am Beispiel Chile aber eines, und das ist vielleicht generell auch eine Lehre für viele Länder: nach einer gewissen Zeit vergessen Länder, warum sie wirtschaftlich erfolgreich waren. Das war in Deutschland so, Erhard, auch nach dem Schröder. Der Schröder hat ja gute Reformen gemacht, die Steuern gesenkt, liberalisiert, und dann wurde es wieder vergessen. Ja? Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Nehmen Sie mal einen, der ist richtig fett, sagen wir mal 150 Kilo, aber nicht Muskeln, sondern Fett. Ja? Dann macht er eine Diät und stoppt Pizza, stoppt Schokolade, stoppt Eiscreme, stoppt Pommes. Am Schluss hat er eine tolle Figur, so ähnlich wie ich. So, wenn er dann die Figur hat, so wie ich, nach einem Jahr oder so, dann denkt er, warum soll ich nicht meine Pizza essen? Ich habe da keine Figurprobleme. Er isst eine Pizza, was passiert? Nichts Schlimmes. Er wacht ja nicht auf am nächsten Tag und ist wieder fett. Da denkt er, passiert ja nichts. Esse ich noch mal eine Pizza, vielleicht noch ein Eis zum Nachtisch. Macht er 4 Wochen weiter, dann hat er statt 80 Kilo 82, ist aber jetzt auch keine Tragödie, hat immer noch eine tolle Figur. Also geht es immer weiter, so wir wissen, wie es endet. Und das ist genau mit Nationen, genau das Gleiche. Ja? Das heißt, die Leute vergessen nach einer Zeit, warum sie erfolgreich geworden sind, und fallen in den alten Trott zurück Richtung Sozialismus. Ja? Das ist wirklich die Lehre, die wir leider Gottes überall ziehen können. Das sehen wir auf der ganzen Welt. Gucken Sie mal in China, wie erfolgreich waren die Deng Xiaoping mit den tollen Reformen. Die Armutsquote ist von 88 auf 1% zurückgegangen, und jetzt geht der Xi Jinping wieder zurück in Richtung mehr Staat, weniger Markt. Und das sehen wir leider in fast allen Ländern. Deswegen, es ist halt ein ständiger Kampf zwischen den Kräften der Freiheit und der Unfreiheit. Und das kann man in Chile gut beobachten. Sie sehen hier, ich habe Ihnen ja von der Umfrage berichtet. Die Umfrage über das Image von Marktwirtschaft und Kapitalismus hat 2 Teile. Es ist übrigens, bin ich stolz drauf, die größte Umfrage und tiefgehendste, die je gemacht wurde zum Image von Marktwirtschaft und Kapitalismus. Wenn Sie googeln Economic Affairs und meinen Namen, dann finden Sie auch, das ist Open Access, also Sie können es kostenlos sehen, die ganzen Ergebnisse in Economic Affairs habe ich die veröffentlicht. Und Teile finden Sie auch in dem Buch. Ja. So, wir haben nicht einfach gefragt, findest du Kapitalismus gut oder schlecht, das gab es vorher auch schon mal, sondern wir haben erst mal 6 Fragen gestellt, wo das Wort Kapitalismus gar nicht drin vorkam. Warum? Klar, weil es für viele Menschen halt eine negative Konnotation hat, schon allein das Wort. Deswegen haben wir einfach Fragen gestellt, wo wir das Wort nicht mit verwendet haben. Also Fragen wie zum Beispiel, ich bin dafür, dass Preise und Mieten staatlich reguliert werden, sonst wird sozial ungerecht. Wer da zugestimmt hat, der kam dann in die Richtung pro Staat an die Markt, und anderer, der gesagt hat, das Eigentum sollte überwiegend in Privathänden sein, der kam dann in Richtung pro Markt. Also das heißt, die Ergebnisse, die Sie hier sehen, wir haben also diese 6 Fragen gestellt, 3 pro Markt, 3 pro Staat, haben dann den durchschnittlichen Prozentsatz durcheinander dividiert, kommt ein Koeffizient raus, und um es kurz zu machen, je höher die Zahl ist, umso weiter links, umso prokapitalistischer ist die Bevölkerung von einem Land, und da sind sie antikapitalistisch. Also an der Spitze Polen, USA, Tschechien, Südkorea, Japan, dann Argentinien, und
Chile erst später. Und da haben dann manche Schlaumeier, ich weiß auch mit einem, ich will den hier nicht nennen, von einer bekannten Stiftung, hatte ich einen Disput auf Twitter. Der hat dann gesagt, ja, also die Umfrage, die ist ja höchst fragwürdig. Also wenn man sieht hier, dass Argentinien, dass die pro marktwirtschaftlich einstellt sind, wo doch jeder weiß, dass, das, dass die peronistisch sind, und Chile, ja, da hat er zwei Sachen verwechselt. Im Index of Economic Freedom ist Chile nach wie vor weit oben und Argentinien unten. Der Index of Economic Freedom misst, wie heute die wirtschaftliche, die objektive Situation in einem Land ist. Ich habe was ganz anderes gemacht. Ich habe die Einstellung der Leute gemessen. Und das erlaubt einem, einen Blick in die Zukunft zu werfen. Und siehe da, damals haben manche gezweifelt, sind die Ergebnisse wirklich valide? Abgesehen davon, das ist eines der renommiertesten Meinungsforschungsinstitute der Welt, Ipsos Mori, die das gemacht haben, unterstützt hier von dem Herrn Petersen von Allensbach, der sogar Chef der Welt, des Weltverbandes der Meinungsforscher war. Also das ist jetzt nicht so eine Do-it-yourself-Meinungsumfrage. Aber in Chile, wo die Leute hier antikapitalistisch waren, haben die drei Monate nach der Umfrage einen Sozialisten gewählt. Dann ist schon wieder plausibel. Und in Argentinien, wo die viel prokapitalistischer war, haben sie anderthalb Jahre Milei gewählt. Das zeigt, diese Umfragen ermöglichen zum Teil einen Blick in die Zukunft. Das Gleiche die Schweiz. Ja, die Schweiz ist ganz oben im Index of Economic Freedom zusammen mit Singapur. Hier ist sie in keiner guten Position. Da habe ich schon damals gesagt, ob die Volksabstimmung der Schweiz weiter so pro-marktwirtschaftlich ausgehen wie oft in der Vergangenheit, da habe ich mal große Zweifel. Leider bin ich jetzt im März bestätigt worden, wo es dann eine große antimarktwirtschaftliche Volksabstimmung gab in der Schweiz. Also das heißt, diese Umfrage, die schaut oder ermöglicht es in manchen Fällen tatsächlich in die Zukunft zu schauen. Wir haben nach diesen 6 Fragen zur Marktwirtschaft haben wir einen Assoziationstest gehabt mit 10 Fragen zum Kapitalismus. Also womit verbindet sich Kapitalismus? Fortschritt oder Korruption oder Umweltzerstörung oder was auch immer, so Begriffe. Und da haben wir auch wieder die durchschnittlichen Prozentsatz der positiven und der negativen Antworten dann durcheinander dividiert. Und dann haben wir 18 Fragen noch gestellt zum Thema Kapitalismus. Also insgesamt wirklich 34 Fragen, Statements wie zum Beispiel Kapitalismus hat die Lage von vielen einfachen Menschen in vielen Ländern verbessert. In Deutschland 15% Zustimmung. Ja, obwohl das jeder weiß. Ich meine, die Zahl, jeder wissen sollte, meine ich, jeder wissen sollte, die Zahl der Menschen extremer Armut vor Kapitalismus war 90%, heute 8,5%. Und es gibt unendlich viele Beispiele. Aber 15% in Deutschland haben diese Aussage unterstützt. Die gegenteilige Aussage, Kapitalismus führt zu Hunger und Armut, haben 45% unterstützt in Deutschland. 45%. Klüger als die Deutschen sind übrigens eindeutig die Leute in Nigeria und Uganda, weil da war dieses Statement, Kapitalismus führt zu Hunger und Armut an allerletzter Stelle. Und da war eher die Statement unterstützt, Kapitalismus verbessert das Leben von vielen Menschen. Für die Menschen Nigeria und Uganda ist Kapitalismus das Wort der Hoffnung. Ja? Und für uns ist es ein Wort mit einer negativen Konnotation. Also das heißt, da sehen Sie ein bisschen die Ergebnisse, je nach wo hier Deutschland steht, 0,72, jede Zahl unter 1 ist antikapitalistisch und jede Zahl über 1 ist prokapitalistisch. Das heißt, die prokapitalistischen Länder, die laut dieser Umfrage, die positiv stehen zum Kapitalismus, sind hier Polen, USA, Südkorea, Japan, Nigeria aus benannten Gründen und Tschechien. Südkorea, klar verständlich, Südkorea war noch in 60er Jahren eins der ärmsten Länder der Welt und dann toller Erfolg. So, Argentinien, heute natürlich ein besonders wichtiges Thema hier, was viele nicht wissen, vor 100 Jahren eines der 2, 3 reichsten Länder der Welt, ähnlich wie die USA. Damals gab es so ein Sprichwort, reich wie ein Argentinier. Dann haben die ganzen die Peronisten, die ganzen Etatisten alles runtergewirtschaftet, über 100 Jahre runtergewirtschaftet. Beeindruckt hat mich, wo ich mit einem Ökonomen in Argentinien gesprochen habe, und er hat mir so ein Buch gezeigt, da waren die ganzen Inflationsraten jedes Jahr aufgeführt. Und seit 1945 jedes Jahr 2-stellige Inflationsrate, mit Ausnahme der 90er Jahre, wo es an Dollar gebunden war. Stellen Sie sich mal vor, so alt bin ich noch gar nicht. Ich bin 1957 geboren. Ich hätte in meinem Leben oder Sie nie was anderes kennengelernt als 2-stellige Inflationsraten. Das ist Argentinien. Ja? Und ich habe damals gesehen,
was der Millet, ich habe ihn leider persönlich nicht getroffen, sondern die war damals seine Stellvertreterin, wobei es gibt keine einheitliche Partei von, in Argentinien vom Millet, die schließen sich jetzt erst zusammen. Und habe dabei mit vielen Leuten von seiner Partei gesprochen und auch mit einfachen Leuten. Und ich hatte das Gefühl, der kann es schaffen, weil der Dinge anders macht als diese anderen libertären Thinktanks. Ich habe ja in vielen Ländern diese Thinktanks kennengelernt und leider gibt es zu viele Denker und zu wenige Macher. Der Vertreter des führenden Thinktanks in Argentinien, mit dem ich heute sehr eng bin, der hat mir gesagt, wir sind eher ein Action-Tank, handeln, verstehen, wie wichtig ist Marketing, wie wichtig ist PR. Ja, das ist, der Millet hat einfach viele gute Ideen. Der hat damals schon, da hat er zum Beispiel sein monatliches Gehalt als Parlamentarier verlost, um zu zeigen, ich mache es nicht wegen dem Geld. Ja. Hat auch an der Spitze seiner Bewegung immer geguckt, dass da schöne Frauen sind, weil er sagt, das ist wichtig, um auch die ganzen Männer anzusprechen. Ja. Und gerade bei der Jugend hat man gemerkt, dass also in der Tat da eine Änderung im Denken war. Die Anhänger von Millet sind ja überwiegend junge Leute, arme Leute, junge, arme Männer sind die, die überwiegend Millet-Anhänger sind, die Alten nicht so sehr. Und ich habe da Vorträge gehalten in vielen Städten von Argentinien und habe das große Interesse gesehen. Also ich habe mich ja da wie ein Staatsgast gefühlt. Ich war in der besten Sendezeit, deswegen wir hier in der ARD eine Stunde lang Interview. Die haben gesagt, vor einem Jahr hatten wir den Papst auch hier, jetzt haben wir sie eingeladen. Also das war eine ganz, ja, Tatsache. Vier Seiten Interview in der Zeit. Also habe ich gemerkt, Mensch, da ist ein echtes Interesse. Und ich was ein bisschen meine Begabung ist, ich habe dann versucht, diesen jungen Menschen in einer einfachen Sprache zu erklären, liberale Philosophie. Ich erinnere mich noch, eine Veranstaltung war, die war lustig, da sitzt einer in der ersten Reihe, so ein junger Mann, Anfang 20, der hat nicht besonders ausgesehen. Da bin ich zu ihm hin, vorne, ja, so, und habe gesagt, Mensch, hast du überhaupt eine Freundin? Ja, da sagt er, nee. Da habe ich gesagt, wünschst du dir eine richtig hübsche Freundin? Sag, oh ja, hat er gestrahlt. Da habe ich gesagt, ja, was denkst du, wer bringt dir jetzt diese hübsche Freundin? Der Staat? Die Regierung? Da hat er gelacht und gesagt, nein, nee, glaube ich nicht. Da habe ich gesagt, dann, was denkst du, wer ist denn verantwortlich, dass du diese hübsche Freundin bekommst? Er sagt, ich denke, das bin ich. Da habe ich gesagt, siehst du mal, das ist nicht nur mit der Freundin, das ist mit Geld, das ist mit allen wichtigen Dingen im Leben, das bist du. Das ist alles klassisch liberale Philosophie, mehr musst du nichts wissen. Verlass dich nicht auf die Regierung, verlass dich nicht auf den Staat, es ist nur an dir. Ja? Ja, und wissen Sie, das bilde ich mir halt ein, das ist wichtig, das fehlt in manchen Ländern, ja. Es sind tolle Leute, diese Thinktanks, und ich bin jedem dankbar, die mich dann begrüßt haben. Ich war auf den Veranstaltungen, das waren oft im ganz kleinen Kreis, und dann steht einer vorne, ich habe hier noch ein Mises-Zitat und Hayek-Zitat und die Preistheorie, alles gut, ja, aber damit elektrisiert man nicht die Leute und auch nicht die jungen Leute, man spricht die damit nicht an. Und das Schlimmste war, und das ist der Unterschied bei Millet, manche dieser Thinktanks, hatte ich das Gefühl, die fühlen sich geradezu wohl in der Rolle der Minderheit und der Außenseiter. Die genießen es geradezu, wie bei so einer Sekte. Wir sind die Einzigen, die alles verstanden haben und alle anderen verstehen uns nicht. Und wir haben aber die wahre, reine Lehre. Und wenn einer nur ein bisschen pragmatisch ist, verurteilen die ihn. Ja, also ich habe das, erzähle ich nachher noch in Polen. Ich glaube, ich komme nachher noch auf Polen, habe ich in Polen erlebt. Frage bei Millet. Leute haben mich oft gefragt, wird er Erfolg haben? Ich habe von Anfang an nur eine Frage gestellt. Also das Problem, der Millet hat zwei Probleme. Erstens, er hat ja keine Mehrheit im Parlament und im Senat. Er hat Bündnispartner. Eigentlich will keiner so richtig, dass er erfolgreich ist. Sein Bündnispartner will selbst wieder regieren und die Peronisten, die wollen sowieso nicht. Aber selbst wenn er, und er hat ja jetzt einige Sachen durchbekommen auch, Hut ab, dann war immer meine Frage an die Leute in Argentinien, werdet ihr die Geduld haben, mit anzuschauen, wenn erstmal die Dinge schlechter werden, bevor sie besser werden. Weil das immer so war. Das war in Polen so, das war bei der Maggie Thatcher so. Sie können nicht Dinge, die in Jahrzehnten vermurkst wurden, wie mit einem Zauberstab in einem Jahr wegkriegen. Und da habe ich gesagt, versteht ihr, dass das zwei Jahre schlechter wird? Meine Gesprächspartner, muss ich so sehen, da waren manche skeptisch. Die haben gesagt, nee, wir Argentinier, wir haben nur Geduld mit Peronisten, mit anderen haben wir nie Geduld gehabt, leider. Ja.
Das hoffe ich also. Ich habe jetzt mein Buch, das heißt in Deutsch Der Aufstieg des Drachen und des Weißen Adlers, ein blöder Titel, weil niemand wusste, wer der Drache und der Weiße Adler ist. In Englisch heißt es How Nations Escape Poverty. Der Titel war besser. Übrigens, heute bin ich stolz, ist es gerade im Wall Street Journal besprochen. Das Buch kommt jetzt in Argentinien im August. Ja? Und da hat er, ich habe Milei fragen lassen, ob er das Vorwort schreibt, aber der hat mich dann an seinen Regierungssprecher verwiesen, der hat das Vorwort geschrieben. Und da geht es auch nur darum, Geduld. Ich sage nur, entweder ihr habt die Geduld jetzt mit dem Milei und dann wird es toll werden, weil der Milei hat die gleichen Überzeugungen, wie der Balcerowicz in Polen hatte, auch hier ja Preisträger bei ihnen, hoffentlich ein gutes Zeichen. Die haben die gleichen Überzeugungen, ganz unterschiedliche, gegensätzliche Typen natürlich, ja, aber die gleiche Überzeugung. Aber ihr müsst halt auch lernen, dass es zuerst schlechter wird. Freedom Fest USA ist jetzt im Juli, kann ich jedem empfehlen. Geh dahin, hier bin ich mit meinem Freund Steve Forbes, der mich auch sehr unterstützt hat. Hier hält er mein Buch hoch, das in Deutsch heißt, Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung. Toller Typ, ein toller Promoter von libertären Ideen in den USA. Diesmal ist auch Steven Pinker dabei, Milei soll eventuell auch kommen. Also eine tolle Sache, wer Zeit hat, dem empfehle ich, melden sich noch an. Freedom Fest, das sind 3 Tage, sowas bräuchte man in Europa, das wäre mein Traum. So 3 Tage, da werden libertäre Filme gezeigt, Comedy-Leute sind da, Vorträge jede Menge und das ist also eine tolle Sache, man müsste sowas, und da habe ich hier meinen Film gezeigt, ich weiß nicht, wer den kennt, wer kennt meinen Film Life Behind the Berlin Wall? Ja, nicht so viele, können Sie googeln, auf YouTube kostenlos, Life Behind the Berlin Wall war mein erster Film. Die haben erst gesagt, naja, du hast so einen, ich habe einen starken Akzent, also wenn ich Englisch spreche, wissen wir nicht, so habe ich gesagt, I'll be back. So, Arnold Schwarzenegger hat auch einen starken Akzent gehabt und ist trotzdem Filmstar geworden. Dann sagt, okay, machen wir mal, versuchen wir den Film. Und immerhin habe ich auf dem Freedom Fest dann auch einen Award als bester Kurzfilm bekommen, trotz Akzent. Also, wer ist ein Lehrer hier unter Ihnen, der in der Schule unterrichtet? Leider, einer, ja, also Empfehlung in der Schule zeigen, Life Behind the Berlin Wall. Gibt noch einen zweiten Film von mir, Poland from Socialism to Prosperity, auch auf YouTube. Und demnächst plane ich, 10 Filme zu machen, aber diesmal kann ich es nicht mehr selbst finanzieren. Ich bin gerade auf der Suche nach Leuten, die sagen, das finden wir toll, so Ideen, und ich will da nichts dran verdienen, aber ich kann auch nicht das immer alles allein bezahlen, weil das ist teuer, solche Filme professionell zu produzieren. Hier zeige ich dann stolz und mit meiner damaligen Freundin zusammen, wo ich den Award gewonnen habe. Ja, Vietnam. Vietnam, ein Land, was mir besonders am Herzen liegt. Die nennen sich sozialistisch, kommunistische Partei, ja, in der Politik, klar, ist ein Einparteiensystem, gibt auch keine Pressefreiheit, aber ansonsten kann ich Ihnen eins garantieren, es ist einfacher, einen Marxisten an einer deutschen oder amerikanischen Universität zu finden, als an einer vietnamesischen Universität. Die haben mich eingeladen an 4 führenden Universitäten in Vietnam zu Vorträgen, weil viele meiner Bücher sind auch in Vietnam übersetzt. Und insbesondere, ich habe hier ein Buch geschrieben, Die Gesellschaft und ihre Reichen, in Englisch The Rich in Public Opinion, da geht es um das Image von Reichen. Da haben die mich hier zum Workshop eingeladen in der Mitte. Thema war, wie kann man das Image von Reichen verbessern? Können Sie sich vorstellen, eine sozialwissenschaftliche Fakultät in Deutschland, die mich zum Workshop einlädt, wie kann man das Image von Reichen, also ich war eingeladen jetzt gerade von der Humboldt-Universität, aber Arbeitsthema, wie kann man besser umverteilen? Also da sehen Sie schon, die Fragestellung ist einfach anders. Die sind sehr unternehmerisch in Vietnam. Sie sehen, da ist auch durchaus ein großes Haus, wo ich da einen Vortrag gehalten habe vor 1000 Leuten da in Vietnam. Die sind einfach sehr unternehmerisch engagiert. Und deswegen auch in der Umfrage, der Kapitalismus hat ein gutes Image. Und was viele nicht wissen, Vietnam war 1990 das ärmste Land der Welt. Ärmer als alle afrikanischen Länder. Die haben den ersten Krieg gehabt, und zwar nicht einen, den alle kennen, mit den USA, davor mit Frankreich, Japan, China. Jetzt haben die eine Sache toll gemacht, und dafür bewundere ich die Vietnamesen. Die haben dann für ihre Elend, und da war wirklich Hunger und bitterste Armut, nicht die Amerikaner verantwortlich gemacht. Noch nicht mal die Chinesen, die sie nicht besonders mögen. Auch nicht die Franzosen, auch nicht die Japaner. Sondern die haben die Verantwortung bei sich selbst gesucht. Ja? Die haben gesehen, wir haben es vermurkst mit unserer
Planwirtschaft. Wir müssen was ändern. Das ist der große Unterschied zu vielen afrikanischen Ländern, Uganda, wo ich gute Kontakte habe, oder Nigeria, die immer der Kolonialismus, die Sklaverei und die besten Länder, die uns ausgebeutet haben. Das ist so ähnlich wie bei einer einzelnen Person. Ja? Ich habe ja meine zweite Doktorarbeit, übrigens Zweitgutachter war Professor Habermann, vielen Dank, ja, über die Psychologie der Superreichen geschrieben. Da habe ich Interviews mit diesen erfolgreichen Menschen gemacht. Die haben alle eine Gemeinsamkeit gehabt. Bei Niederlagen und Rückschlägen haben sie den Grund nicht außerhalb gesucht und in externen Bedingungen, sondern bei sich selbst. Weil nur wenn du selbst die Verantwortung übernimmst, kannst du auch was ändern. Und das gilt aber nicht nur für Individuen, das gilt halt auch für ganze Nationen. Und deswegen haben die Vietnamesen halt nicht gesagt, die bösen Amerikaner haben uns alles verbombt und deswegen geht es schlecht und deswegen brauchen wir jetzt ganz viel Entwicklungshilfe, sondern die haben gesagt, unsere Partei hat versagt, wir haben hier einen falschen Wirtschaftskurs und 1986 beschlossen, Doi Moi nennen die das Reform, Markt, private Eigentum eingeführt, geöffnet für Investoren, Freihandelsabkommen gemacht, die haben mehr Freihandelsabkommen als China oder so zum Beispiel, als die meisten Länder, ja, und sind einfach dann den marktwirtschaftlichen Weg gegangen. Und Ergebnis, 1990 war die Quote der Armen in Vietnam 80%, heute ist unter 5%. Ja, da sieht man, natürlich ist kein purer Kapitalismus, es gibt nirgendwo puren Kapitalismus, nirgendwo. Ich sage, es ist immer wie im Reagenzglas. Du hast Kapitalismus und Sozialismus oder Markt und Staat, beides gemischt. Und dann beobachte ich, das ist mein Ansatz, was passiert, wenn ich mehr Markt reingebe ins Reagenzglas oder was passiert, wenn ich mehr Staat reingebe? Mehr Staat wie in Venezuela zum Beispiel im letzten Jahrzehnten oder mehr Markt wie in Vietnam. Da sieht man, wenn ich mehr Markt eingebe, wird es besser. Da braucht man keinen puren Utopie, hundertprozentige Kapitalismus, nee, sogar einige Tropfen Kapitalismus, und die haben ja schon einige Tropfen reingegeben, helfen immer. Ja? Also ich habe auch die längsten Beziehungen im Leben, die ich hatte, war mit einer Frau aus Vietnam und mit der anderen aus Polen, deswegen habe ich da auch eine besondere persönliche Beziehung zu beiden Ländern und mag die Länder halt sehr gerne. Also wer mehr darüber wissen will, mein Buch Der Aufstieg des Drachen und des Weißen Adlers, wie gesagt, Titel ist blöd, weil es keiner weiß, was ist, aber da geht es genau um die Geschichte mit Vietnam und auch mit Polen. Hier ist übrigens, wir haben ja diese Umfrage über Reichtum durchführen lassen, und hier sehen Sie, wir haben die Leute gefragt, wie wichtig ist es, ihnen reich zu werden. In asiatischen Ländern im Durchschnitt 48%, in Europa und USA 28%. Zum Teil natürlich auch, waren früher arm, haben viel aufzuholen, aber Sie sehen an Japan auch, es hat nicht nur was damit zu tun, es ist auch eine kulturelle Prägung. In Vietnam war es das Interessanteste, in allen Ländern haben mehr Männer als Frauen gesagt, es ist wichtig, reich zu werden, außer in Vietnam. Da waren es noch mehr Frauen, und Frauen spielen eine viel größere Rolle in Vietnam als bei uns. Führungskräfte, Unternehmerinnen, aber null Frauenquote, null Feminismus gibt es da gar nicht. Ja. Man sagt oft, wir Europäer sind individualistisch und die Amerikaner, die Asiaten sind kollektivistisch. Vielleicht stimmt auch ein bisschen was dran, aber ich habe eine andere Erfahrung gemacht. Wenn ich in China gesprochen habe, zum Beispiel da war, oder in Vietnam, da waren die Hälfte im Publikum, also über Themen wie reich werden, finanziellen Erfolg, da waren die Hälfte im Publikum Frauen gewesen. In Deutschland, wenn ich spreche, sind 90% Männer, und die Frauen, die da sind, sind die Freundin oder Ehefrau von dem, der ist mit, also ein bisschen überzogen. Aber das heißt, die Frauen da in den Ländern, die suchen die Verbesserung ihrer Möglichkeiten nicht drin, wir brauchen jetzt eine Frauenquote oder irgendwas, sondern wie kann ich selbst mein Leben verbessern? Das ist doch ein individualistischer Ansatz, doch kein kollektivistischer Ansatz. Also das ist schon sehr interessant auch, wenn man dann die Kulturen dieser Länder kennenlernt. Hier, Rich Sentiment Index, den ich erarbeitet habe, da sieht man, wie positiv oder negativ stehen die Leute reichen Menschen gegenüber. Ja, am negativsten ist es in Frankreich mit Abstand, und am positivsten war es in Polen und Vietnam. Hier, das ist, wie die Persönlichkeit von Reichen eingeschätzt wird. Und ja, dann gibt es noch den Social Envy Coefficient, also Sozialneid. Komischerweise denken die Libertären in jedem Land, bei uns sind sie am neidischsten, ja. Das stimmt aber nur für ein Land, nämlich für Frankreich. Also die größten Neider gibt es in Frankreich. Und dann, danach kommt erst Deutschland an zweiter Stelle. Und in Polen und Vietnam, wie gesagt, war sehr gering ausgeprägt. Slowakei, ja, das ist hier eigentlich nur
was zu zeigen. Was mir gefällt an Libertären, irgendwie sind eine Menge, habe ich schon vorhin gesagt, verrückte Leute dabei. Hier in der Slowakei bin ich auf die Leute getroffen, die haben die Parole Heavy Metal und Capitalism. Ich war ganz, musste mich erst mal rechtfertigen, wissen, dass ich kein Heavy Metal Fan bin. Und ich habe dann gesagt, ich höre gerne Ennio Morricone. Und haben gesagt, ja, der hat mal Vorgruppe gespielt beim Heavy Metal Konzert. Da war wieder alles okay. Ja. Und dann haben wir abends zusammen gesessen und dann dachten die, ein Deutscher, jetzt stoßen wir alle mit Bier. Aber ich trinke keinen Alkohol und habe dann mit meiner Milch angestoßen. Und dabei ist dieses lustige Bild dann entstanden. Also Zittelmann mit seiner Milch und die anderen halt mit dem Bier. Ja, Polen, 80er Jahre, eines der ärmsten Länder Europas. Ich habe es erst mal mit der Wirtschaft Polens zu tun gehabt, als ich meine PR-Agentur hatte. Ich war Inhaber der in Deutschland führenden PR-Agentur für die Immobilienbranche, habe die verkauft 2016. Und Anfang der 2000er Jahre hatten wir die Aufgabe für eine Tochter der HSH Nordbank und dann nochmal für eine Tochter der Deutschen Bank, die PR zu machen für einen Shopping-Center-Fonds der ECE in Polen. Und da weiß ich noch, da haben wir eine Vertriebsveranstaltung gemacht und die Leute waren doch sehr skeptisch. Es war schwer, die zu überzeugen, dass man in Polen investiert. Und da meldet sich einer, der fand sich besonders lustig und schlau und meldet sich und sagt, sag mal, kaufen die überhaupt oder klauen die das alle in dem Laden? Ja, und alle haben gelacht, aber gut, ich glaube, heute lacht keiner mehr über die Polen, ja, weil die Polen, die hängen uns nämlich langsam ab mit ihrer wirtschaftlichen Dynamik. Und ich denke, der Balcerowicz ist auch Preisträger bei Ihnen, oder richtig? Also die wirklich wichtigen Leute sind alle Hayek-Preisträger, kann man wirklich sagen. Hier, ja. Also Balcerowicz, ein toller Typ und leider kennen ihn zu wenige. Für mich ist der Balcerowicz einer der großen marktwirtschaftlichen Reformer des letzten Jahrhunderts, vergleichbar nur mit der Maggie Thatcher, was der hingekriegt hat. Also Sie können es in meinem Buch nachlesen, das ist einfach toll. Können Sie auch in meinem Film sehen, Poland from Socialism to Prosperity. Der hat es hingekriegt aus einem der ärmsten Länder. Die waren damals auch ärmer als die Ukraine zum Beispiel. Und GDP war nur die Hälfte von der Tschechoslowakei. Europe's Growth Champion, sagt man, seit Jahrzehnten. Tollen wirtschaftlichen Erfolg. Auch eine schöne libertäre Bewegung. Hier ist das Capitalism Weekend, wo dann auch so 300 Leute dann kommen zum Capitalism Weekend in Polen. Und da habe ich nur gesehen, auch den Dogmatismus letztlich von manchen Libertären. Da war der Bürgermeister von Vilnius und er hat sehr beeindruckend berichtet von seinen Reformen. Er hat gesagt, Uber hat bei mir in 3 Wochen eine Genehmigung bekommen, so schnell ist es nirgendwo auf der Welt passiert und auch über den Wohnungsmarkt und war ganz stolz. Und dann steht so ein Schlauer auf, der sagt, wie kannst du als Politiker überhaupt behaupten, libertär zu sein? Politik ist Herrschaft über Menschen und du bist Politiker, deswegen gehörst du nicht zu uns sozusagen. Ja? Also diese Dogmatiker habe ich schon kennengelernt in meiner Jugend als Maoist, ja, die immer dogmatisch an der reinen Lehre festgehalten haben. Das sind die Leute, die dafür verantwortlich sind, dass alles nur in dem kleinen Zirkel unter sich bleibt, so sektenmäßig. Ja? Und der Balcerowicz ist anders, der ist ein Pragmatiker und ich habe ja den Traum gehabt, wir müssen dem Millet heute sagen, er soll den Balcerowicz treffen. Der Balcerowicz wusste gar nicht vor 2 Jahren, wo ich ihm das erste von Millet erzählt habe, wer das ist, weil letztlich, die haben so viel gemeinsam, beide Professoren, beide Austrian Economics, beide Hayek Mises, nur mit dem Unterschied, der Balcerowicz hat schon gemacht, der Millet muss es noch machen und da kann man doch was von lernen. Warum kommen die nicht beide zusammen? Und der Millet, der hat viele Berater, aber warum hört er sich an? Weil der Balcerowicz, der hat es wirklich toll verstanden, auch in der Kommunikation, in der öffentlichen Meinung, wie man das macht. Er ist heute sehr, sehr skeptisch, weil die Peace-Partei, die gilt ja bei uns als rechts, ja? Die Peace-Partei ist eigentlich eine Partei wie die Sarah Wagenknecht. Ja? Das heißt, die ist in manchen Themen wie Migration oder Nation das, was bei uns als rechts angesehen wird, aber ist eigentlich ganz links, die Peace-Partei. Die haben die Privatisierung gestoppt, die haben zum Teil sogar wieder nationalisiert, Umverteilung gemacht. Also die Peace-Partei ist eine linke Partei, was die Wirtschafts- und Sozialpolitik betrifft. Sie ist nur in Themen wie Migration oder Familie oder so, da ist sie eher, also die, genau die Wagenknecht-Kombination. Also ich habe mal im Interview gesagt, die Sarah Wagenknecht ist wie eine Praline, ja, die Praline
ist ja außen, schmeckt die gut, aber eine vergiftete Praline, innen ist Gift drin. Ja? Außen sind die guten Sprüche über Migration und so, innen drin ist aber der Sozialismus, ja? Also ähnlich die Peace-Partei. Ob es jetzt besser wird mit der neuen Regierung, ich habe gerade gestern noch mal gesprochen in der Vorbereitung auf meinem Vortrag mit Freunden in Polen, die haben gesagt, leider nicht der Tusk, der war früher sehr marktwirtschaftlich ausgerichtet, hat sich aber auch mehr sozialdemokratisiert jetzt und die kümmern sich jetzt nur um irgendwelche LGBTQ-Themen. Der sagt, es wird jetzt nicht schlimmer wie in der Peace-Zeit, aber es wird auch nicht zurückgedreht, was die falsch gemacht haben von der Peace-Partei. Ja, übrigens, nur weil das den Unterschied sehen, Polen, Deutschland in der Einstellung zu reichen. Ja, das ist hier aus der Umfrage zum Beispiel. Ja, hier unten, die meisten Reichen sind Steuertrickser, sagen 51% der Deutschen, 18% der Polen. Oder hier, Superreiche, die immer mehr Macht wollen, sind schuld an den vielen Problemen auf der Welt, zum Beispiel Finanzkrise oder humanitären Krisen. 50% der Deutschen glauben den Verschwörungsspinner, Quatsch hier. Und 25% nur der Polen. Also übrigens wird ja viel von Verschwörungsspinnern gesprochen. Die schlimmsten Verschwörungsspinner, klar, die gibt es auch rechts genug, aber das sind die linken Antikapitalisten. Ich habe das nachgewiesen in meinem Buch, die 10 Irrtümer der Antikapitalisten. Wir haben ja die Umfrage zum Image vom Kapitalismus gemacht. Und dann haben wir zwei typische Verschwörungsaussagen den Leuten vorgelegt. Und in allen Ländern mit einer Ausnahme waren die Antikapitalisten mehr auf der Seite der Verschwörungsleute als die Pro-Kapitalisten. Damit ist eindeutig wissenschaftlich nachgewiesen, dass Antikapitalismus einfach eine Unterform vom Verschwörungsdenken ist. Weil klar, die Superreichen, ja, und die Superreichen und die Lobbyisten im Hintergrund, ja, die alles steuern, ja, das sind die eigentlichen Teufel, die alles steuern. Und die Leute, die eben noch in ARD und ZDF schimpfen auf Verschwörungstheoretiker, machen eine Stunde später eine super verschwörungstheoretische Sendung, wo alle die Lobbyisten im Hintergrund alles steuern. Das glauben, wie gesagt, 50% der Deutschen, aber nur 25% der Polen. Also ganz riesen Unterschied. Ja, zum Schluss noch Mongolei. Das war also schon interessant. Ich habe dann auf wer folgt mir auf Twitter mal gefragt. Ja? Viele finde ich toll, also wer noch nicht, ich bin auch auf Facebook oder Instagram, das können Sie aber vergessen, die politisch wichtigen Sachen poste ich immer auf Twitter. Und da habe ich dann so ein gepostet, ich bin jetzt in der Mongolei mit den Libertären, die haben da so ein eigenes, so eine, wäre in Berlin gar nicht möglich, so eine eigene Kneipe, so, da hängen Bilder von Rothbard und von Hayek und von Mises in der Mongolei, in Ulaanbaatar, im Liberty-Treffpunkt sozusagen. Ja. Und dann haben sich die Leute auch lustig gemacht, wen hast du da getroffen, die drei Libertären? Nee, da saßen 50 Leute immerhin. Ja. Und das ist also, und die ganzen Bücher haben sie übersetzt. Ja. Und bei mir, die haben jetzt schon 5 Bücher übersetzt und fragen jetzt, wann sie mehr übersetzen können. Und das Erstaunliche ist ja, ich meine, die Mongolei hat 3 Millionen Einwohner, weniger als in Berlin. Ja? Und von denen kaufen nur die Hälfte überhaupt Bücher, weil die anderen leben irgendwo als Nomaden draußen, also nur in Ulaanbaatar. Stellen Sie jetzt vor, ein deutscher Verlag, dem würdest du sagen, du darfst die Bücher nur in Hamburg verkaufen. Die würden sagen, es ist völlig unmöglich. Die haben da eine riesen Buchmesse gehabt. Die war zwar in Zelten, ja, draußen, aber da waren hunderte Verlage und alles war übersetzt, Hayek und Mises und so weiter. Ja. Also die politische Richtung ist da anders, aber da gibt es eine starke Opposition auch, wo viele, also so findet man überall irgendwo, nur was komisch war, was mich gewundert hat, wir haben ja jetzt genug Platz, also Sie sehen, wenn Sie hier mit Deutschland mal vergleichen, die Fläche, ja, dann ist die Mongolei ja ungleich größer und wohnen kaum Leute. Ich habe nie so viele Staus gesehen wie in Ulaanbaatar. Ich dachte, die haben doch genug Platz. Das war schrecklich. Ich war einmal im Auto und da sind wir zum Restaurant und der aus der Mongolei wusste besser, der sagte, ich steige aus und lauf. Und der hat dann 40 Minuten auf uns gewartet, bis wir mit dem Auto angekommen sind. Ja? Weil der wusste Bescheid, dass man zu Fuß schneller ist. Also das ist eine Katastrophe. Man lernt da viel kennen über die Welt. Hier ist alles Genghis Khan natürlich in, ich habe nur gesagt, Genghis Khan, gut und schön, ihr versucht mal ein anderes Image in der Neuzeit. Ihr könnt auch, es gibt auch so viele kleine Länder, die so wirtschaftlich frei sind. Das wäre doch eine Perspektive für euch hier in der Mongolei. Ja, letzte noch Nepal. Die hatten ja einen Bürgerkrieg mit Maoisten viele Jahre lang und auch heute regiert ein Maoist.
Das heißt jetzt nicht, dass es jetzt ein rein kommunistisches Land wäre, aber ist schon ziemlich in der Nähe. Also ich bin da vorbei zum Flughafen, da war ein riesiger Aufmarsch, alles mit Hammer und Sichel und so. Und da habe ich gefragt meinen Freund, was ist da? Ach, da tagt einer der maoistischen Parteien, weil in Nepal gibt es also 120 Parteien und davon sind 80 marxistisch, leninistisch, maoistisch, stalinistisch oder sonst wie ausgerichtet. Die zerstreiten sich immer wieder, setzen sich dann wieder zusammen neu und der Präsident ist also auch Maoist. Und die haben ihre Regelungen. Also Nepal ist ja eins der ärmsten Länder der Welt. Ich glaube, eins der 10 oder 20 ärmsten Länder der Welt, sieht man da auch. Bittere Armut, hier so eine typische Shopping-Center-Situation, hier so das, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt Strom gibt, was unterirdisch verlegt, das ist alles irgendwo in so Kabelwirrwarr. Und man darf sich aber nicht wundern, die haben zum Beispiel ein Gesetz da, du darfst nichts mit mehr als 20% Gewinnmarge verkaufen. Also mein Verleger sagt mir, er muss nachweisen, wie viel er für die Produktion vom Buch aufgewandt hat und darf 20% draufschlagen. Also völlig absurd natürlich. Ja. Und dann gibt es Luxussteuer, zum Beispiel Auto ist Luxus, das sind über 300% Steuern, deswegen kostet BMW, der bei uns 80.000 kostet, da 400.000. Kann natürlich keiner leisten, logischerweise. Und hier sehen Sie mich auf dem, also Sie haben ja mein Buch, das sieht aber anders aus als das. Ich habe extra hier für diese schöne Veranstaltung eine Sonderausgabe herstellen lassen, passend mit dem Millet. Aber wenn Sie es im Buchhandel sehen, dann ist das hier das eigentliche Cover. Und da sehen Sie den Basanta, meinen libertären Freund, der ein libertäres Think Tank in Nepal gegründet hat. Und er war früher Bewunderer von Stalin und Mao und ist heute Bewunderer von Hayek und Mises. Gibt es also überall auf der Welt, gibt es auch in Nepal. Und da sehen Sie wirklich, wo Armut und wo Reichtum auf der Welt herkommt. Resümee, leider weltweit geht die Bewegung Richtung mehr Staat, weniger Markt. Auch, ich habe jetzt nicht alle Länder, ich war auch natürlich nicht nur in diesen 30 Ländern, ich war ja davor schon zum Beispiel jetzt nicht auf der Reise in China und den anderen Ländern. Sie können sagen, wenn Sie es kurz durchgehen, China, tolle Reformen, Deng Xiaoping, mehr Markt, jetzt wieder Richtung mehr Staat. Sie können, in Vietnam sehe ich noch nicht diese Gegenbewegung, in den USA ist auch ganz klar, die haben das schlechteste Ranking im Index of Economic Freedom, seit der Index 1995 erstellt wurde, geht also auch bergab. Europa muss ich Ihnen nicht erzählen, wissen wir alles, Verbrennerverbot und so weiter, jeden Tag neue planwirtschaftliche Ideen. Südamerika ist Milei wirklich der einzige Lichtblick, Sie sehen ja überall sonst, Kolumbien, Brasilien, ja? Übrigens auch komisch, ja? Der Milei, dem zeigt unsere Regierung hier die kalte Schulter, irgendwo Igitt, auch von meiner eigenen Partei war leider keiner jetzt, ich bin ja FDP-Mitglied seit 30 Jahren, war keiner jetzt bereit, auch da mal zu sagen, treffen wir uns mal mit dem Millet. Also, und da habe ich nur gesagt, also jetzt lassen wir die ganze Wirtschaft und alles außen vor. Aber der Lula, der Anti-Israel ist und Anti-Ukraine ist, das ist hier euer toller Freund, ja? Und der Millet, der pro-Ukraine ist und pro-Israel, dem zeigt er die kalte Schulter. Also auch wieder, ja, das ist wirklich unsere Regierung hier, das ist eine Tragik, dass man dem Millet, aber es ist klar so, ja, ich meine, es muss ja auch so sein, zeig mir deine Freunde und ich sage dir, wer du bist. Ja? Jeder hat seine eigenen Freunde, der Putin hat jetzt wieder die Freundschaft mit Kim Jong-il bekundet und andere, wie wir, bekunden halt unsere Freundschaft mit Millet. Und ja, Nationen vergessen, was sie erfolgreich gemacht hat, das ist im Prinzip das, was ich vorhin schon gesagt habe, am Beispiel mit dem dicken Mann. Warum ist die libertäre Bewegung so schwach in vielen Ländern? Ja? Ich sage, zu viel Theorie, zu wenig schöne Frauen, zu wenig Pragmatismus. Ja? Das sind so schon mal drei Sachen, die man absolut ändern sollte, weil bei Millet ist es genau andersrum. Ja? Bei Millet ist es genau andersrum. Und dann noch ein Erlebnis. Ich war in Athen, da war dieses Zugunglück. Sie erinnern sich vielleicht noch, 50 Menschen gestorben am Zugunglück. Wer war schuld? Wer war schuld? Kapitalismus natürlich. Immer. Ja? So, ich war im Hotel, das Hotel war neben dem Parlament und auf dem Balkon gucke ich dann Sonntag, Riesendemonstration, tausende rote Fahnen, Hammer und Sichel. Ja? Kapitalismus hat wieder 50 Menschen auf dem Gewissen. Und dann höre ich so, die singen die Hälfte der Zeit Lieder. Sehr schöne Lieder. Ich verstehe kein Griechisch, aber Lieder, die ans Herz gehen.
ja, hör die Lieder singen. Da sage ich zu meiner Freundin, guck mal, hier siehst du ein Problem. Ich sage, GDP per capita ist in den letzten 30 Jahren um x Prozent gestiegen und die haben die Lieder, ja, die schönen Lieder, die das Herz. Was glaubst du, was die Menschen mehr erwärmt, was die Menschen mehr anspricht? Warum haben wir keine Lieder in dieser Art? Warum haben wir nicht mehr, dass wir an Emotionen sehen, wenn man die Emotionen, ich bin ja ein sehr starker Mensch mit Fakten und Zahlen und so, ist auch wichtig, stehe ich dazu, aber es allein langt halt nicht, ja, es langt halt nicht, wir müssen auch die Emotionen der Menschen erreichen und Sie sehen es an einem wie der Dieter Nuhr, der ja auch im Prinzip in vielem so ähnlich denkt, nicht in allem, aber in vielem ganz ähnlich wie wir, der erreicht doch ein ganz anderes Publikum als wir hier. Warum? Weil er macht es mit Humor, die Sache mit Emotionen. Ja, und das zum Schluss vielleicht auch gesagt, das eigentliche Problem sind nicht die linken Ideologen und Fanatiker. Das eigentliche Problem sind die Bürgerlichen, die Manager, die Mehrheit, die Unternehmer, die sich anpassen, Appeasement, Leute wie Joe Kaeser, oder wie dies, die im vorauseilenden Gehorsam sagen, Plan wird erfüllt, ja, jawohl, Frau Merkel, wird alles so gemacht, ökologische Transformation läuft, Planziele laufen, die sich anbiedern, ja, und die, wenn Sie mal diskutiert haben, mit dem Linken oder dem Grünen in der Talkshow. Ich habe das Bild vor Augen, ja, und da sitzt da gegenüber so ein Linker, der sitzt ganz cool da, so ein Typ Trittin, ja. Aber der Bürgerliche, ja, der beugt sich über. Wir sind gar nicht so weit auseinander, wie Sie denken. Wir haben viel mehr gemeinsam, als Sie vielleicht denken, ja. So beugt er sich rüber, passt sich an, kriecht ihm in den Arsch und zeigt damit nur seine verdammte Schwäche letztlich, ja. Und das ist so. Aber was die nicht verstehen, ist, dass Schwäche nicht gutiert wird, auch vor allen Dingen nicht vom Gegner gutiert wird. Ja? Wenn ich spreche vor Studenten, ich spreche oft vor Studenten, und das sind viele Links, ich komme mit meinem T-Shirt I Love Capitalism, ich verstecke mich nicht davor und ich merke, die haben mehr Respekt vor mir als vor irgendeinem, der da kommt und versucht, sich anzubiedern und irgendwo sich anzuschleimen bei ihnen. Und das ist so das, was mir auch jetzt hier gefällt bei ihrer Stiftung, weil das ist genau das, weil sie sich nicht verstecken und auch nicht zurückweichen, ja, wie andere, die sich dann schon jetzt wieder entschuldigen würden, oh, wir haben den Millet eingeladen, aber eigentlich finden wir ja doch nicht so gut, aber wir müssen da noch mal intern diskutieren und so weiter. Nee, sie sagen, das war toll, wir haben den eingeladen, wir stehen dazu und das war eine klasse Idee. Ja, zum Schluss noch der Werbeblock, also die 10 Irrtümer der Antikapitalisten, bin ich stolz drauf, ist in 30 Sprachen übersetzt, das war mein Ziel, 30 Sprachen. Und ich habe allein in den letzten Monaten ungefähr 100 Interviews mit amerikanischen Radiostationen geführt und dann fragt mich deutschen Reporter, glauben Sie im Ernst, dass Sie jemanden überzeugen können mit dem Buch? Da habe ich gesagt, nein, glaube ich nicht. Sagt er, ja, warum nicht? Ich sage, weil die das Buch nicht kaufen. Weil sie das Buch nicht lesen. Ich merke das, wenn ich das auf Twitter poste, noch bevor es erschienen ist, dann schreiben irgendwelche linken Vögel drunter, das ist alles Mist, das ist alles gelogen, das ist alles Schwachsinn. Ich schreibe immer dazu, Buch gelesen, nein, würde ich nie machen. Ja? Das heißt, die lesen die Bücher nicht, die lesen lieber das 20. Buch von Thomas Piketty oder von Ulrike Herrmann, ja, wo sie von ihren Meinungen bestätigt werden, ja, als nur mal so ein Buch von mir in die Hand. Ich lese das ganze linke Zeug, sehen Sie im Literaturverzeichnis. Ich lese auch Ulrike Herrmann, ich lese Piketty, ich lese die alle. Aber die lesen es, weil sie Angst haben. So wie in meiner Jugend, wo ich auch nur Radio Tirana gehört habe und Peking-Rundschau, da hatte ich auch Angst, wenn ich bürgerliche Presse lese, könnte ich ja verunsichert werden, in meinen Meinungen. So, daneben, das habe ich gesagt, das Buch über Polen und Vietnam. Und daneben, das Buch hat hier heute eine besondere Bewandtnis. Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung. Wer hat schon zu Hause? Mal nachfragen. Viele. Wer hat schon auf Amazon eine Besprechung hinterlassen? Nicht so viele. Bitte, Hausaufgabe für heute, bitte immer zu jedem Buch eine Besprechung, ist wichtig. Tun Sie mir, ich habe neulich Geburtstag gehabt, schenken Sie mir nachträglich zum Geburtstag. So, das ist das, was mich freut. Nee, wann habe ich den Namen Millet das erste Mal gehört?
Ich habe so ein Google Alert, wo mein Name eingegeben ist, dass ich sehe, wenn irgendwie heute, wie heute im Wall Street Journal, eine Besprechung ist oder so, dass ich sehe, aha, da ist was. Und da sehe ich dann einen spanischen Artikel, habe ich dann mit Google Translate übersetzt und da war ein Mann, ist schon jetzt 2-3 Jahre her, dessen Namen ich nicht kannte, Javier Milei. Und da war ein Interview mit ihm und die haben ihn gefragt, Herr Milei, was machen Sie heute Nachmittag? Da sagt er, ich gehe jetzt nach Hause und lese von dem deutschen Historiker Rainer Zittelmann, Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung, weiter, in der spanischen Ausgabe. Ja? Das heißt also, der Milei kennt meine Bücher und ich hoffe, ich habe ein bisschen zu beigetragen dann auch. Ja? Ich musste ihn nicht überzeugen von irgendwas, aber nochmal Argumente zu geben. Und das ist ja der Sinn. Wissen Sie, hier muss ich keinen überzeugen, dass Kapitalismus gut ist. Nee, meine Bücher schreibe ich nicht, um Antikapitalisten zu überzeugen, sondern um ihnen alle die Munition, die Argumente zu geben, dass sie jede Diskussion mit Antikapitalisten gewinnen können. Weil ich habe allein für die 10 Irrtümer der Antikapitalisten 360 Bücher und wissenschaftliche Aufsätze gelesen. Da hat nicht jeder die Zeit und auch nicht jeder die Lust. Ich mache das für Sie sozusagen und destilliere die besten Argumente raus, ob das ist über Ungleichheit, über Umweltzerstörung, über Klimawandel, dass Sie in die Diskussion haben, nicht weil ich denke, die Leute kaufen, es gibt es auch manchmal, aber das ist die Ausnahme. Ja, ich gucke auf die Uhr, meine Zeit, Redezeit ist rum, ich wollte eigentlich noch ein bisschen Zeit, ich weiß nicht, ob das noch geht, dass man eine Viertelstunde oder 10 Minuten Diskussion oder ob es von der Zeit nicht, das entscheiden Sie. Ich würde gerne noch 1, 2, 3 Fragen nehmen, geht es noch, ja? Dann erst Herr Kurz und Herr Habermann sagen, ja, können wir noch machen. Ich bedanke mich aber erst mal bei Ihnen. Ganz herzlichen Dank für die Einladung, für Zuhören.